10? Ja, schön. Ja, mach ruhig weiter. Da hinten ist ein neuer Biom. Ich gehe mal hin. Oh, ein Kürbis. Ein Kürbis. Oh, wie süß. Hier liegt Flieder. Kann ich nicht mehr aufheben, oder was? Ich will aber Flieder haben. Flieder. Und jetzt tu mal kurz angeln, weil es gibt ja diese ganzen neuen Fische. Ich würde mal gerne gucken, wie die aussehen. Und währenddessen kann ich mir die Nase mal schnulzen. So. Habt ihr die Animation gerade gesehen? Im Wasser jetzt? Moment. Da ist ein Fisch. Da. Oh, das sind viele Fische. Das ist ja mal geil. Oh, Mist. Da drüben ist einer. Da, hier. Oh, ist das geil. Die Fischanimation. Oh, ist das geil. Das heißt, du siehst jetzt auch, wenn ein Fisch auf deine Angel zukommt. Moment. Die springen alle noch. Ist ja voll bitter, wenn du siehst, dass die um deine Angel herumspringen. Los! Der Fisch liegt hinter mir, oder? Jupp. Moment, Kühlpulver. Das ist ein ganz normaler Rohrfisch, okay, alles klar. Hau ich mal da rein. Und werfe Zombiefleisch weg. Na kommt schon, beißt einen ihr Süßen. Ich weiß ja, dass ihr es wollt. Na los, kommt. Hallo, Fischisch? Da. Oh, ich habe Kugelfisch, 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 Kugelfisch. Ist das geil, ich habe einen Kugelfisch. Ha, lustig. Lustig. So, dann werfen wir das da weg. Jetzt will ich aber noch, jetzt will ich noch einen. Es gibt verschiedene Fische, ich will die anderen auch noch haben. Das, man sieht also wirklich, wenn da einer drauf zukommt. Man kann also auch besser reagieren als mit der Angel. Na, da kommt einer, da kommt einer. Yay, das macht voll Spaß. Wir müssen uns unbedingt einen Angelsteg bei uns einrichten jetzt. Mit den ganzen Fischarten macht es ja sogar richtig Spaß zu angeln, weil du weißt ja nie, was du bekommst. Und? Nochmal so einer. Oder? Ja, dreimal Rohrfisch. Das ist eine sehr lukrative Stelle anscheinend. Sagte er, aber dann kam kein Fisch mehr. Achso, das hat jetzt aufgehört, weil ich was zu essen genommen habe. So, wir gehen kurz an Land und schauen uns mal hier die Gegend an. Oh, ist das Pozzol da hinten? Sag mir nicht, das ist Pozzol. Sag mir nicht, das ist dieses Pozzol. Huch. Nein, das ist Lehm. So ein Mist. Ich dachte gerade, das ist Pozzol. So. Schade, ich dachte, das ist Pozzol. Naja, okay. Dann halt nicht. Das sind aber auch die neuen Bäume. Das sind alles alte. Also normale. Das sind alles normale Bäume. Ich will aber einen alten Baum finden. Der ist viel cooler. Ey, viel cooler, Alter, als solche Bäume, ey. Alter. Aber viel cooler. Finden echt nichts Spannendes. Immer schon auf die Animation achten. Da kommt ganz großer.
Oh, da kam wirklich einer. Oh, wo ist das Fisch? Da ist Fisch. Alter, tief geht's hier runter. Alter. Alter, wie tief geht's hier runter? Ach nee, das ist... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Moment. Mist. Oh, das gibt's doch nicht. Komm schon. Nein, das war ein anderer Fisch. Wo ist... Wieso geht's... Alter, das ging aber hier... Alter, wie tief geht's hier bitte runter? Ich hab's doch gar nicht auf die... Ach, Mist. Ich hatte keinen freien Platz im Inventar, stimmt? Ja, hm, ja klar. Warum sollte ich auch? Wäre auch Schwachsinn. Ach, so ein Mist. Optionen, normal. Ja, es tut mir leid, dass wir ständig umstellen müssen, aber wäre schon scheiße, wenn wir jetzt sterben würden hier. Was war das für ein Fisch? Ich will den nochmal haben. Hallo, gib mir den Fisch. Ich gebe mir den Fisch, los, ey, komm. Das war nicht der. Moment. Wir kriegen den gleich, keine Angst. Ich trinke währenddessen mal meinen Tee, ist einer. Nein. Ich habe meinen Tee getrunken. Ich ganz allein war's. Ich ganz allein war's. Na komm. Kommt da nichts mehr? Ihr wollt doch anbeißen. Da ist ein leckerer Hami-Hami-Köder dran. Oh nein, nein, zu früh gezogen. Mist. Ich hab zu früh gezogen. Der Fisch fühlt sich betrogen. Jetzt hab ich ihn. Was bist du? Roher Lachs? Ist ja mal geil. Lachs? Es gibt Lachs. Mach keine Lachsen. Sonst kommt der Lachs. Und der macht Faxen. Wir haben Lachs gefunden. Er hat sich lang gewunden. Doch letztendlich haben wir gesiegt gegen Lachs. Da ist Schnee. Da könnten wir vielleicht Packeis finden. Packeis, 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 Packeis. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Packeis-Biome, das habe ich ja schon mal erzählt, die sehen so irre aus, einfach nur. Irre. Das kann nur ein was sein. Iren. Ich hab den Witz vergessen, schade. So. Oh, bitte lass es Packeis sein. Bitte, einfach lass es einfach nur Packeis sein. Bitte, 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 bitte. Komm schon, Baby, das schaffen wir. Also, es gibt so viele Biome jetzt mittlerweile, dass du gar nicht mehr alle so schnell entdecken kannst, ne? Ach nee, das ist einfach nur Schnee in Höhe. Ach Mann. Wie gibt es so viel Wald? Das ist ja... Autsch, das ist krass. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viel Wald mittlerweile. Ich bin grün, Freunde, also das ist ja nicht, aber es ist natürlich doof, wenn es nur Wald gibt und du willst andere Biome entdecken. Du musst tagelang reisen, um einen einzigen neuen Biom zu entdecken. Es ist nicht der Sinn der Sache. Meine Damen und Herren, das kann es nicht sein. Ist das hier zufällig? Wo steht's denn? Feedpaws, Eispaws, Extreme Hills sind das hier. Da könnten wir, vielleicht könnten wir sogar hier graben. Da vielleicht, da wird man noch ein paar Smaragde. Die können wir immer gebrauchen für Villager. Extreme Hills. Das ist dann die perfekte Gegend für Extreme Bungee Jumping. Yay! So, haben wir hier noch irgendwie was spannender? Rest. Ich will unbedingt so ein Canyon finden. Es tut mir leid, mein Abenteuerdurst ist erst gestillt, wenn ich so ein Canyon gefunden habe. Wir haben jetzt schon zwei Ausläufe in die Natur gemacht hier und haben noch nie einen Canyon gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gibt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, wo es die gibt. Ob diese selten wie Pilzbiome sind oder so. Das weiß ich ja nicht. Ich hatte mich, wie gesagt, im Vorfeld nicht informiert, um einfach überrascht zu sein. Ich wollte überrascht sein.
doch bin geschockt. Da hinten sind noch Extreme Hills, da gehe ich mal hin. Weil man das ein komischer Knubbel ist, also das sind Steine. Achso, okay. Sieht recht seltsam aus hier, das Gebilde. Hallo Schafis. Mäh. Glück. Was haben wir denn hier? Eine sinnlose Höhle, die nur 5 Meter tief geht. An sich sind Höhlen noch nicht sinnlos, aber diese scheint mir den Grad der Sinnlosigkeit doch gerade so noch überschritten zu haben. Darum begebe ich mich gar nicht erst da rein. Gut, dass wir Fleisch von Kühen gefarmt haben, weil unser Fleisch geht jetzt schon zu Ende langsam. Es ist halt nicht einfach, Abenteurer zu sein. Oft würde man sterben. Und andere Male würde das Essen einfach ausgehen. Normale Erde. Mal nicht hier Potzol finden. Potzol! Wovon wir fragen, ja, was ist das denn? Wow, mach ruhig. Na, dann würde ich sagen, graben wir uns mal bei den Extreme Hills runter. Also sobald wir eine Höhle entdecken, meine ich, ich grab mich nicht runter. Aua. Extreme Hills Höhlen. Die sind nur für die Extreme Höhlenforscher. Dadam. Wo sind die? Hast du süß geile Berge und dann kommst du nicht mal in eine Höhle rein, weil es einfach keine gibt. Hallo? Echo! Echo! Gibt hier nichts, ne? Es ist einfach nur ein Berg. Oh, da unten sehe ich eine Höhle. Flup, flup, flup. Au. Flup, 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 flup. Ich muss ein bisschen vorsichtig mit der Rüstung sein. Flup, flup, flup. Flup, 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 flup. Geht's hier rein? Sag es mir. Geht es hier rein? Ist alles nur so Unterhöhlung hier? Also Unterhöhlung ist ja prinzipiell jede Höhle, aber ist alles nur so Höhlen, die nicht weiter nach unten führen, sondern einfach nur knapp unter der Oberfläche Tunnel bilden. Ist zwar auch ganz geil, könnte man schöne Dinge hier reinbauen, wie zum Beispiel so das ist ja eine coole Gegend für so Endzeit Gebilde. Aber ist ja nicht das, was wir suchen. Ich baue mich mal hier hoch. Aber ich glaube nicht, dass wir was Spannendes finden. Oder... Oh, wir könnten vielleicht doch was Spannendes finden. Sind wir noch in Extreme Hills? Ne, wir sind im Bitch Forest. Ach ja, okay. Die Witze, ne? Das ist die harte. So. Anscheinend ist diese ganze Höhle hier voll für Schokolade. Deswegen gehen wir hier wieder raus. Es gibt hier nicht wirklich das, was ich mir erhofft habe. Von einer Höhle. Also zum Beispiel höhlenartige Eigenschaften. Und hier? Auch hier ist nichts höhlenartiges, hier ist aber Eisen. Es ist sehr abbauartig. Wow! Hallo! Auch hier gibt es nichts Besonderes, außer ein bisschen Eisen. Kohle lasse ich, wie gesagt, immer jetzt liegen, weil braucht eh keiner. Ja, dann gehe ich halt hier auch wieder raus. Es gibt anscheinend hier wirklich nichts Spannendes. Ach ja, es ist eigentlich schade, dass jetzt durch diese ganzen Biome jetzt immer so selten in andere reinkommen. Das hat natürlich bei der Höhle zu tun, allgemein jetzt so
Das hat immer seine Vor- und Nachteile halt, ne? Ja, komm. So. Das ist halt mehr Vorteil als Nachteil, aber ist halt schade, dass man das so ewig braucht einfach. Vor allen Dingen, wenn das ist sowieso immer das Problem bei Minecraft. Wenn man auf einer Welt parallel weiterspielt, immer wieder, dann wird ja immer muss man ja immer weiter wegrennen, einfach um irgendwas noch zu finden. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann ist ja wirklich nur Wald. Guck das mal an, es ist nur Wald. Einfach endlos lange nur Wald. Aua. Oh, das ist krass, ey. Wald, Wald, Wald. Ich will keinen Wald finden. Vielleicht weiß ich, dass es die Eisbiome gibt. Die habe ich schon gesehen im Multiplayer-Server. Das heißt, die kann man auf jeden Fall finden. Die Frage ist, wo findet man solche Eisbiome? Dass die selten sind, ist mir schon klar. Und wenn die so selten wie Pilzbiome sind, dann wäre es echt schon krass. Museen haben wir auch noch nichts gefunden. Obwohl es im Singleplayer bringt Museen jetzt nicht so viel. Im Multiplayer ist es meistens ein sehr teurer und angesehener Rohstoff. Guck mal hier.